Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Dungeon of the Endless. Wir sind hier auf Level 11 angelangt. Unsere ganzen Helden haben erst erbärmliche Erfahrungsstufen hier. 8, 10, 9, 9. Das ist ja grauenhaft. Ich werde jetzt hier auch keine 9 mehr annehmen. Wir stehen, denke ich, weit schlechter da als beim letzten Playthrough in mehr als nur einer Hinsicht. Aber wir haben jede Menge Industrie. Ja, mal sehen, wie das hier läuft. Los geht's. Erster Raum wird freigeschaltet. Wir bauen uns sofort ein Nahrungsmodul. Packen einen mechanischen Kumpel daneben. Eine Wimkanone. Und einen Viralinjektor. So. Okay, dann checken wir auch gleich oberhalb des... Oh, Moment mal. Zuerst setzen wir noch die Elise hier an das Modul, um zu ackern. Jetzt müssen wir nochmal schauen, hat das wer andere jetzt auch das... Maschinist? Nee, schaut nicht so aus. Na gut. Ich könnte es aber wem geben mit diesem Teil hier. Na gut. Mal sehen. Okay, was haben wir hier? Hoffentlich Dust. Das könnten wir gut gebrauchen. Wir könnten nicht mal den Raum erleuchten im momentanen. Ach, und natürlich gar nichts. Der Raum wird einfach mal eben blank geratzt. Keine Modulplätze, gar nichts. Das ist dumm gelaufen. Okay. Und da spawnen auch gleich Monster. Wunderbar. Was will man mehr? Okay. Wir sichern hier die Räume. Und öffnen mit ihm. Mit unserem Pequeño weiter hier unten. Ich glaube, ich verpasse dem auch gleich mal ein Level Up. Jawohl. Oh, hier sind wir verlangsamt in dem Raum. Das ist natürlich auch nichts Gescheites. Helden im Level Verteidigung mal 0. Oje, Geschwindigkeit plus 30%. Helden im Raum ohne Monster verleihen Angriffsmodulen einen Bonus auf Angriffskraft basierend auf Intelligenz. Naja. Nicht allzu hervorragend. Ja, vielleicht mache ich auch gleich hier weiter auf. Oh je. Das nenne ich mal einen echt miesen Start übrigens. Nach wie vor nur die Energie für den einen Raum hier. Ein Raum erleuchtet. 4. Ohne Strom. Naja. Okay, hier haben wir endlich Energie für den zweiten Raum. Da haben wir Spawn. Nicht zu knapp. Die wollen direkt zum Kristall oder was? Dann sollte der Koch gleich hier runterlaufen. Ja, und er auch. Okay, er kann auch hinterher. Okay. Ich kann außerdem jetzt keinen Raum für ein neues Modul versorgen. Hier laufen noch die Stelen. Und da oben hat uns den Modulplatz ja, vernichtet beim Öffnen dieses Teils, bei dem ich mir das erhofft hatte. Ja, wie gesagt, schon mal bessere Starts in die Stufe gesehen. Aber naja. RNGesus ist eben ein Faktor bei diesem Spiel hier. Ob man das nun mag oder nicht.
Der gute alte RNGesus. Okay, jetzt können wir den Raum deaktivieren. Wir packen hier Strom rein und ein Modul. Was nehmen wir? Ja, vielleicht auch gleich nochmal Nahrung. Das nächste wird dann Industrie werden. Mechanischen Kumpel dazu und eine Wimknarre. Koch geht wieder hoch, um dort zu verteidigen. Achso, nee, Moment, wir haben eigentlich genug. Nächste Runde werden wir dann den Raum hier versorgen. Na gut, dann öffnen wir, obwohl, nee, das ist eigentlich doof, vielleicht öffnen wir lieber hier unten weiter. Ja, sehr gut. Ach ja, wir haben auch hier drüben Spawn. Alle versammeln sich hier, um zu verteidigen. Gut, passt. So, dann nehmen wir hier den Strom raus. Und hier bauen wir ein Industriemodul mit einem Kumpel, einer Wimkanone, einem Holohelden, Viralinjektor. Ja, und eine Mine auch gleich dazu. Warum denn nicht? So, dann verteilen wir unsere Helden wieder. Ich werde ihm jetzt auch mal das Level-Up verpassen. Hier auf 9 zumindest. Gut, wir schicken die zwei hier hoch, um das abzusichern. Vielleicht ziehe ich auch die Elise vom Modul ab, um möglichst wenig Spawn zu kriegen. Das steht schon dafür, denke ich. Ja, hier unten öffnen wir weiter. Ein Händler. Kein Dust. Vielleicht handelt er mit Dust, das wäre hervorragend. Nein, es ist Nahrung. Ah, und das ist natürlich weniger hervorragend. Die Nano-Bros. Intelligent 6, das wäre natürlich nicht allzu schlecht. Schauen wir nochmal durch hier. Nee, es hat jeder eine Waffe. Ich kann mir es auch gerade nicht leisten. Ich hätte zwei Sachen zu verkaufen. Soll ich das? Ja, vielleicht wird der gleich mal verschwinden, der Händler. Ja, ich glaube, ich verkaufe das einfach. Passt schon. Ja, sieht nach wie vor äußerst schlecht aus. Oh Mann. Hier ging jetzt ein weiteres Modul rein, aber ich habe die Energie nicht. Hier ging es auch. Ja, sehr schlecht, dass das hier den Raum vernichtet hat, anstatt mir das zu geben. Na gut, wir öffnen einfach die nächste Tür. Sind in der Sackgasse angelangt. Kiste. Was haben wir hier? Eine Gasmaske. Die wird ja ihm hier gut zu Gesicht stehen. Rein. Ah, Gasmaskentalent freigeschaltet. Verteidigung 15. Das hier, was er anhat, hat ohnehin nur Verteidigung 13.
Also, in der Tat, geben wir das ihm hier. Die Hasenpfote ist vielleicht noch unbrauchbarer, weil Intelligenz für ihn ist einmal nicht sehr wichtig. 117 Leben ist natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, so ist das trotzdem besser. Die Hasenpfote können wir dann auch gleich verkaufen dort unten. Oje, also wenn das so weitergeht, dann werden wir hier diese Stufe wohl eher nicht schaffen. Mal sehen. Wir leveln weiter unsere Helden. Ich werde die Elise hier runterschicken jetzt zum Verteidigen. Mit ihm dann weiter hier drüben öffnen. Wer kriegt das Level up? Oder ich heb vielleicht lieber für den Notfall. Hier oben haben wir überhaupt keine Verteidigung. Vor dem Kristallraum. Wir bräuchten ja 20 Dust, um hier hochzukommen und da eine Verteidigung aufzubauen. Ja, sieht aber schlecht aus damit im Moment. Ja, ich verpasse der Elise. Naja, obwohl das kostet die gesamte Nahrung. Nee, ich warte noch ein bisschen. So, hoffen wir mal, dass wir keine Monster kriegen. Tja. Diese Hoffnung war vergebens. Wir haben sehr wohl Monster und zwar nicht zu knapp. Oh, Elise, du ziehst dich auch besser zurück. Mhm. Okay, die laufen da eh durch. Ja, dem Koch geht's nicht allzu gut. Der soll sich mal zurückziehen. Okay. Gut, das haben wir ganz gut überstanden. Er soll hier reparieren gehen. So, Koch geht schon wieder hier hoch. Dann gehen wir da noch verteidigen. Hier, oder machen wir hier die Energie rein? Ich mach's lieber hier, Finn. Bisschen zusätzliche Verteidigung, weil wir machen hier noch Türen auf, hier unten nicht. Außerdem haben wir den Raum und den Raum schon ganz gut abgesichert. Okay, wir stellen dort ja, ich habe immer noch keine Forschungsmöglichkeit gefunden, also ist mir das Forschungsmodul auch egal. Ich glaube, ich mache gleich nochmal Nahrung. Kumpel. Und vielleicht ein Pfefferspray. Oder nee, egal, den Klassiker, die Wim-Kanone. So. Jetzt vielleicht ein Level up. Für den Pat Bates. Nee, ich heb sie weiter auf die Nahrung für den Notfall. Okay, Pequeño. Weiter geht's. Ja, doof, hier runter wäre es eigentlich ganz hervorragend, die Energie, die nächste zu verwenden, aber ich muss sie dann leider mal auch hier hochschicken, wo ich einen unnützen Raum dazwischen hätte. Ja, um da mal eine Verteidigung vor dem Kristallraum aufzubauen, wie bereits erwähnt. Na gut.
Ach, hier ist der Ausgang. Es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, den Wald zu benutzen, ehrlich gesagt. Tja, verlockend. Sollte ich aber hier noch alle weiteren Türen aufmachen, um den Fluchtweg abzusichern? Tja. Moment mal, was kostet jetzt 40 Kosten Modul? Die Frage, ob ich überhaupt noch eins bauen sollte. Den Händler da unten haben sie mir jetzt leider mittlerweile umgelegt. Sonst hätte ich jetzt einen Shop gebaut. Aber vielleicht sollte ich wirklich einfach schauen, dass ich hier wegkomme. Aber natürlich noch ein paar zusätzliche Ressourcen sammeln, um hier die Helden weiter aufzuleveln, bevor wir in der 12. Stufe ankommen. Wäre auch nicht allzu schlecht. Ja, ich baue noch ein Nahrungsmodul. Mechanischer Kumpel. Die Elise. Ich frage mich gerade, ob ich sie hier hochschicken soll zum Absichern. Nee, sie bleibt für den Moment da und ich lasse die beiden dort. Gut. Wir öffnen hier unten die Tür. Ach ja, und da bekommen wir auch jede Menge Gesellschaft in allen Räumen hier. Er zieht sich gleich mal bis hierhin zurück. Da schicken wir auch die anderen gleich hin in den Raum. Oh Mann, die Verteidigung von dem ist so mies. Okay, es sind noch einige in den vorigen Räumen. Da schicken wir jetzt auch gleich wieder welche hin. Gut. Schauen wir mal, wo Reparaturen fällig wären. Nee, passt alles. Okay, dann der Koch hierher, Pat hierher, Elise hier runter und Pequeno öffnet da weiter die Türen. Ja, und ich glaube, ich werde mich auch wirklich... Ja, jetzt haben wir hier eine Sackgasse. Okay, da unten ist wieder Spawn. Und auch hier ist wieder jede Menge Spawn. Hervorragend. So, wir versammeln uns alle wieder in unserem Hauptverteidigungsraum hier. Gut, da unten ist noch einer. Gleich hin dort. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wenn ich hier... Na, ich kann nicht mal den Fluchtweg sichern.
Dafür habe ich viel zu wenig Dust. Ja, da hatte ich ja auch nicht besonders viel Glück bisher, in dem Level irgendwo Dust zu bekommen. Gut, Elise sichert jetzt besser hier drüben ab, wenn ich weiter Türen aufmachen will. Ja, wir öffnen hier rechts weiter. Und hoffen auf Dust, oder ich verziehe mich gleich, wäre natürlich auch eine Option. Und hoffe, dass ich gut durchkomme. Sollte sich eigentlich schon ausgehen. Naja, ich mach die Tür mal noch auf. Okay, ein bisschen Industrie hat es hier gegeben, kein Dust. Ja, aber es ist wirklich... Ich kann kaum den Rückzug sichern. Hier drei Räume. Zumindest einen mehr. Ja, das wäre das Beste, was ich hinbekomme. Was ziemlich mies ist. Na gut, wir riskieren noch einen weiteren. Ach. Hier wäre jetzt tatsächlich ein Held anzuwerben. Ich glaube, die wäre auch eine, die noch nicht freigeschaltet ist. Sie hat auch schon Stufe 10. Ja, vielleicht wagen wir das sogar noch. Schmeißen hier unseren Pat Bates raus. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das einer ist, den man von Anfang an hat. Ich glaube, das machen wir sogar wirklich. Er ist ohnehin nicht besonders gut. Gut, der Koch ist noch schlechter. Aber den haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Gut, Pat Bates, es war mir ein Vergnügen. Danke für die Zusammenarbeit. Piss off. So. Rakia, mal schauen. Oder hatten wir die doch schon zur Auswahl? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist sie Stufe 10. Das ist auch schon mal was. Was kann die denn überhaupt? Mal schauen. Ach ja, sie bräuchte eine schwere Knarre. Also ist sie wohl... Ja, 58 Angriff. Blöd nur, dass ich ihr keine geben kann. Na gut, ich kann hier diese Rüstung hier verpassen. Was sind das überhaupt? Stibitzen. Drittes Auge. Was ist Stibitzen? Ah. Plus eins Dust durch Raum mit Dust. Also beim Aufdecken der Räume hat man eine höhere Chance, Dust zu kassieren. Ich verpasse hier die Gasmaske stattdessen. Das wäre dann eher was für ihn hier, statt der Gefängnisseife. Einfach um ein bisschen zusätzlichen Dust zu kriegen. Ja, und ich glaube, ich versuche jetzt auch einfach zu verschwinden. So schlecht die Chancen auch stehen mögen. Wir bleiben mit der Elise hier oben.
Wie schnell ist sie hier? Oh, langsam. 30. Ja gut, es ist ohnehin jeder langsam. Er hat auch nur 32 und soll das Ding tragen. Na gut. Der Koch geht auch hierher. So. Na gut, ein verfrühter Aufbruch aus dem Level 11. Schnell weg hier. So. Gut, alle sind da. Und auf in Level 12, also zum Level 12. Alles klar. Ach, Geheimnisse, die in der Biografie freigeschaltet wurden. Das war wohl dieser Text gerade. Nachdem die sich immer wiederholt haben im letzten Playthrough, bin ich jetzt dazu übergegangen, die gar nicht mehr vorzulesen. Naja, was auch immer. Okay, hier sind wir im finalen Level angelangt. Mal sehen, ob das hier noch was wird mit meiner schwachbrüstigen Truppe hier. Level 12, er ist noch Stufe 9. Das geht ja mal gar nicht, den verpassen wir jetzt zumindest ein Level Up auf 10. Gut, und los geht's. Wohin zuerst? Naja, wir nehmen einfach die. Und das war schon wieder nicht so toll. Oder? Was ist? Ist da ein Modulplatz drunter? Nein, ist es natürlich nicht. Ausgezeichnet. Na gut, dann schauen wir hier unten weiter. Oh Mann. Auch kein Modulplatz und keine Energie, um ihn zu versorgen. Nächste Tür ebenso, alles leer. Okay, wunderbar. Wenigstens ist er versorgt mit Energie. Ja. Was sagt man dazu? Auch hier kein Modulplatz. Aber wenigstens ist auch der versorgt. Okay. Oh Mann. Hier könnte ich allerdings natürlich schon eine Verteidigung reinbauen, zumindest. Und ja, warum auch nicht? Das machen wir gleich. Wir packen eine Wimkanone rein. Einen Holohelden. Viralinjektor. Und Maschinengewehr, Pfefferspray oder Mine. Ach, ich nehme so eine Mine. Okay. Kann sie Module bedienen? Ja, kann sie. Hat auch ein bisschen Intelligenz. Also ist darin auch besser als die Elise offenbar. Gut, wir öffnen dort drüben weiter. Irgendwo muss ja mal ein Modulplatz kommen. Ja. Und das. Ja, danke. Okay. Rettungsausrüstung. Intelligenz, Angriffskraft und Trefferpunkte, Regeneration. Das Ding hier ist ja eigentlich mittlerweile auch schon ziemlich schrottig. Das sollte man vielleicht sowieso mal gegen irgendwas mit Verteidigung austauschen. Ob es da ein bisschen zusätzliche Intelligenz gibt, ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Okay, sie könnt dann auch so ein Intelligenzding abtreten vielleicht.
Sie hat jetzt 17, sie hat 12. Naja gut, aber sie hat 12 allein durch diese Trinkets eben. Also eigentlich hätte sie 5. Naja gut, nicht so wichtig. Was packen wir da jetzt für ein Modul rein? Ich glaube, es wird sofort wieder Nahrung. Und Verteidigung dazu. Okay. Da können wir jetzt Elise hinschicken. Dann gehen wir mit dem Koch hier runter, um den Raum zu sichern. Ja, und machen vielleicht auch gleich weiter hier auf. Erste Sackgasse. Oh, was ich natürlich jetzt vorher nicht bedacht habe. Ah nee, sie kann auch reparieren. Das ist gut. Pet war ja der Einzige, der reparieren konnte zuvor. Und wieder mal das gute alte Dust-Problem. Naja, wir machen hier einfach den nächsten Raum auf. Was will man auch tun? Ach ja, hier gibt's Dust, wenn wir den niederprügeln, aber er greift zuerst den anderen an. Schlecht. Nein, wir haben es nicht geschafft. Schade. Damit hätten wir vermutlich einen anderen Raum versorgen können. Ich hol sie hier rüber, um abzusichern. Okay. Ach, der ist erleuchtet. Und wir könnten jede Menge Module reinbauen. Hoffentlich droppen die jetzt ein bisschen Dust. Nee. Tun sie leider nicht. Okay. Ich glaube, ich packe hier jetzt trotzdem etliche Verteidigungsmodule rein, oder? Vielleicht auch eine Verlangsamung dazu und ein Pfefferspray, dann haben wir hier ziemlich viele. Eine ziemlich breit gefächerte Verteidigung. Ja, und endlich ein bisschen Dust für einen weiteren Raum. Vielleicht den hier oder den da. Oder den da unten, wo der Koch ist. Allerdings, da kann ich kein Modul bauen, insofern. Nee, danke. Ja, dann wird's eben der. Industrie kommt rein mit einem Kumpel. Sie kann hier runter marschieren. Gut, weiter geht's. Sackgasse.
Und Forschung wäre hier möglich. Ist allerdings ja nichts Ordentliches dabei. Der Notfallgenerator vielleicht noch am ehesten, um einen weiteren Raum mit Energie zu versorgen. Naja, warum nicht? Okay, sie kann sich hier rüberstellen, dann anstatt hier zu bleiben. Damit das nicht niedergeprügelt wird, während wir forschen. Gut, und wir machen hier unten auf. Dann haben wir es hier. Auch schon bald alles durchsucht, da oben und hier. Da wird eine Verbindung sein zwischen den beiden. Dann mache ich mal da auf. Okay, wir haben jede Menge Spawn. Oh, die laufen da weiter. Okay, passt. Gut, alle erledigt. Da ist alles repariert. Hier oben ist nichts beschädigt. Okay, sie geht zurück. Hierher. Ja, und wir öffnen diese Tür hier. Notfallgenerator ist freigeschaltet. Eine Fusi haben wir gefunden. Die können wir ihr gleich ausrüsten. Sehr gut, damit sie mal irgendeine Knarre hat. Okay. Schauen wir mal, was wir noch forschen könnten. Maschinengewehr 2, Reißgas 3. Ja, blöd, wieder überhaupt keine Energie. Jetzt wäre es mir in der Partie eigentlich schon recht, wenn wir bald mal den Ausgang wieder finden. Hier ist schon wieder alles unerleuchtet. Oh wie, oh wie. Was tun? Naja, bauen können wir ja nichts. Also, einfach die nächste Tür öffnen. Überhaupt kein Income. Wir haben wieder jede Menge Gegner. Oje, die Elise bekommt zu viel Besuch. Koch kann mal hier hoch marschieren, auch mal was tun. Die wollen durchmarschieren zum Kristall. Das ist nicht gut. Okay. Gut. Gefahr gebannt. Wir schauen mal eben,
Na, der Holo-Held ist ziemlich beschädigt. Hier oben können wir auch was reparieren. Passt. So, den Raum hier haben wir jetzt erhellt. Da könnten wir... Ja, vielleicht doch ein Industriemodul. Wobei ich habe noch immer ziemlich viel Industrie übrig. Eines läuft auch. Vielleicht sollte ich lieber ein LAN-Modul bauen. Die Module alle verstärken. Die sind ja jetzt nicht allzu unwichtig, um zu verteidigen. Ja, ich glaube, ich mache das. Bisschen Verteidigung daneben. Okay. Naja, wir machen einfach weiter hier unten auf. Oh ja, und wieder haben wir Feinde gespawnt. Okay. Ein weiterer Raum geht. Ja, vielleicht reißen wir jetzt hier wirklich das Forschungsding weg. Ja, so machen wir es. Wir erhellen den und bauen dort ein... Ich könnte natürlich jetzt auch einen Notfallgenerator bauen, um gleich noch einen weiteren Raum zu versorgen. Dann müsste ich hier oben mal aufmachen weiter und hoffen, dass da ein Modulplatz zur Verfügung stünde. Hier ist nämlich nirgends mehr was Angrenzendes, wo ich dann was reinbauen könnte. Ja. Er ist relativ teuer, aber... Ja, das ist wie immer mein größtes Problem. Ich weiß nicht, ob der Kumpel hier was bringt. Nee, gar nichts. Ich erleuchte dann für den Moment mal den hier. Gut, sie kann dann hierher. Mit ihm mache ich da oben eine Tür auf und hoffe drauf, dass da ein Modulplatz ist. Jawohl. Oh, natürlich auch jede Menge Gegner. Die dürfen nicht fehlen. Nein. Ach, und er zieht sich aus dem Raum zurück und natürlich spawnen dann direkt, nachdem er dort rausläuft, in dem Raum direkt neben meinem Kristallgegner. Wunderbar. Oh Mann, das ist verdammt schlecht.
Ach du Scheiße. Na gut, passt schon. Gut, den Raum erleuchten wir. Und stellen... Ja, blöd, dass ich hier nirgends einen Händler gefunden habe bisher, sonst würde ich einen Laden aufstellen. Ja, vielleicht machen wir dann jetzt doch nochmal ein Industriemodul her. Ach, oder Moment mal, oder mache ich noch weiter hier oben auf und hoffe auf ein weiteres Modul? Ich habe jetzt Strom für einen weiteren Raum eigentlich. Ja, wir machen das. Ach ja. Ah, hier haben wir einen Händler. Blöd nur, dass kein Modulplatz da ist. Womit handelt er denn? Dust, Dust, Dust. Nein, kein Dust. Doof. Das wäre natürlich jetzt spitze gewesen. Vielleicht hebe ich auch trotzdem die Sachen noch auf, falls ich noch einen finde, der dann doch mit Dust handelt. Ja, ich lasse den Raum erleuchtet, damit der nicht gleich stirbt. Ich könnte natürlich jetzt auch ein Modul abreißen, um den Laden zu bauen. Aber naja. Wäre vermutlich auch nicht die beste Lösung. Elise, glaube ich, ziehe ich schön langsam auch ab, um einen weiteren Raum abzusichern. Ja, machen wir. Was soll's. Okay. Hier oben sollte dann alles passen. Die Tür da mache ich eher nicht auf, wobei er natürlich dann immer einen ordentlichen Umweg nehmen muss. So. Wir schauen hier weiter. Wir haben Spawn. Wir warten lieber noch ein bisschen, bevor wir uns bewegen. Ansonsten haben wir wieder dasselbe Problem wie zuvor. Dass dann hier was spawnt, kaum dass er rausrennt. Das war ja wirklich weniger optimal. Ach, die lassen ihn die Kiste gar nicht aufmachen. Dann soll er auch hierher rennen. Oh weh. So, schnell, hau ab. Sind da noch welche vorbeigelaufen da oben? Ich glaube nicht. Ne, passt schon. Okay. So, was haben wir hier? Noch eine Fuzzi. Ihre Knarre ist, glaube ich, besser, oder? 30 Angriffskraft, 27 nur. Geschwindigkeit minus 2, Geschwindigkeit minus 2. Ach. Nee, die Fuzzi ist sogar besser. Alles klar. Gut, dann machen wir die nächste Tür auf. Sehr schön, genug Dust, um was zu versorgen. Gut, alle
ziehen sich hierher zurück. Gut. Welcher Raum bekommt nun Strom? Naja, vielleicht mal der hier. Ich glaube, ich gebe Pequeño mal ein Level up. Ich befürchte fast, dass der Ausgang hier drüben irgendwo sein wird, schön langsam. Aber wer weiß, keine Ahnung. Wir öffnen die nächste Tür. Ah, hier haben wir noch einen Händler. Vielleicht handelt der mit Dust. Das wär's natürlich. Nein, auch Produktion. Schlecht. Naja. Und wir haben natürlich noch immer keinen Modulplatz angrenzend, um irgendwo den Laden hinzubauen. Was schön langsam auch sinnloser und sinnloser wird von Zug zu Zug. Wir könnten das hier alles deaktivieren, dann kämen wir hierher. Das ist natürlich aber auch ein Modulplatz, der ganz allein dasteht, ohne irgendwelche Verteidigungsmöglichkeiten, was auch sehr schlecht ist. Und hier oben hätten wir dann schön unterbrochen immer die Spawns. Alles recht suboptimal. Wir könnten nicht mal einen mechanischen Kumpel dazu bauen, was natürlich schon notwendig wäre eigentlich, ne? Okay, ich glaube, ich mache nochmal eine Tür hier drüben auf und hoffe dort auf mehr Glück. Der Händler da unten wird ziemlich sicher gleich mal drauf gehen. Tja, Pech gehabt. Okay. Na gut, wir schauen, was hier ist. Ja, da ging der Laden her. Ja, wir haben natürlich wieder Spawn. Aha, da sind noch welche. Gut, das waren die letzten. So, jetzt können wir auch hier den Laden hinbauen. Das Doofe ist nur, ich bräuchte fast wen, der ihn bedient. Dann müsste ich hier die Verteidigung abziehen. Oh Mann, das habe ich natürlich wieder nicht bedacht. Gut, da kommt dann
gleich einen Kumpel daneben. Jetzt haben wir plus 1 das pro Zug. Das ist eigentlich, wenn ich die Elise abziehe, schon riskant. Aber gut. Da machen wir jetzt außerdem noch eine Wim-Kanone dazu und einen Viral-Injektor. Ein Holo-Held passt gar nicht mehr rein. Leider, leider. Okay, Pequeno. Ja, wir schauen hier unten mal weiter, was soll's. Wobei, es ist eigentlich wirklich vermutlich doof, hier den Laden zu bewirtschaften. Wenn sie bei der Verteidigung fehlt, macht das, glaube ich, schon einen ordentlichen Unterschied. Naja, mal sehen. Hier ist der Ausgang, okay. Sehr gut. Plus 2 Dust haben wir jetzt. Die Türen hier überm Ausgang sollten wir auf jeden Fall noch aufmachen. Also, weiter geht's. Und hier ist eh eine Sackgasse, okay. Rückzug! Haben wir jetzt in vielen Räumen was gespawnt? Schaut nur nach dem einen aus eigentlich. Gut, dann werden wir auch gleich mal schauen, wie wir denn den Ausgang versorgen, den Ausweg mit Strom versorgen könnten. Sieht nicht allzu gut aus. Müssen wir hier vielleicht diese... die paar Räume... ja. Ich meine, da bekommen wir schon einige Angreifer ab auf dem Weg. Aber jetzt hier noch großartig weiter aufzumachen... ist ja auch dämlich. Ich glaube, wir versuchen es gleich abzuhauen. Ja, here goes nothing, wie es so schön heißt. Sichert den Rückzug, Leute! Oh Mann! Oh je, der Koch wird total verlangsamt. Oh je, auf den haben sie es abgesehen, aber er schafft's. Ab in die Freiheit! Sehr schön. Da haben wir ihn auch freigeschaltet, genauso wie unsere Kollegin, die wir ganz zuletzt gefunden haben. Ja, und wie viele... ich glaube, wir haben jetzt fast 5 Helden freigeschaltet in der einen Runde. Genau, 5 waren es. Also
Pequeño, Elise, diese Rakia, der Koch und Skroik, dieser Roboter. Wunderbar, Mission accomplished. Mhm. Aha, das ist so ein Spezialdialog, der da zwischen den zwei Mädels abgeht, offenbar. Wirk. Alles klar. Ab an die tolle Oberfläche, wo alles viel besser ist. Oder eben auch nicht. Sieht ja ziemlich scheiße aus. Ja, das war's dann auch mit unserer zweiten Runde hier von Dungeon of the Endless. Jetzt haben wir etliche zusätzliche Helden zur Verfügung. Falls ich nochmal eine mache, werde ich dann auch mal auf leicht spielen oder es mit einer anderen Kapsel probieren erstmal. Nicht mit dem Standardding. Wunderbar. Egal wie schlecht die Grafik ist und wie alt das Spiel auch sein mag. Es macht schon Laune. Hat ein nettes System, ist auch schnell passiert eine Partie im Endeffekt. Ich mag das Game. Na gut, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.